Man braucht ja die Mannschaft nur anschauen. Also unglaublich spielstarke Mannschaft, die mit extremem Tempo über die Außenpositionen mit Sam oder mit Schürrle oder wer da auch immer spielt, ins Zentrum zieht, mit Kießling einen klasse Torjäger hat, mit Carvajal einen klasse Außenverteidiger mit extremem Drang nach vorne. Sind einfach gespickt mit vielen guten Einzelspielen und sind auch sehr homogen, wirken sie eigentlich als Team. Ja, haben eine insgesamt gute Saison gespielt und von daher ist es schon eine Mannschaft, die auch aktuell zu Recht dort steht, wo sie steht in der Tabelle. Wir müssen die Qualität des Gegners schon immer berücksichtigen in unsere Überlegungen. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir unsere eigenen Stärken in den Vordergrund stellen und dürfen uns nicht zu sehr nach den jeweiligen Gegnern ausrichten. Aber ich glaube, wenn wir da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, dass wir auch in diesem Spiel wieder Torchancen bekommen und unsere Situationen haben, wir werden uns sicher nicht einigeln. Das ist 100% sicher. Ja, es wird ein tolles Spiel. Ich denke, die Vergangenheit ist nicht so rosig, die Bilanz gegen die Leverkusen, aber das ist uns ehrlich gesagt im Moment ganz egal, weil in jeder Partie in der Saison sind wir eigentlich der Außenseiter. Und das ist eine Rolle, mit der wir uns jetzt die letzten Wochen eigentlich gut abgefunden haben. Mit dem Trainerwechsel und vor allem auch mit der Art und Weise, wie wir jetzt ja angefangen haben, auch wieder zu arbeiten, ein Stück weit einen anderen Fußball mit in die Hand bekommen haben, dass wir da uns mehr darauf fokussieren, unseren Fußball zu entwickeln, auch die Art und Weise, ja, zu trainieren und zu entwickeln, wie wir den Gegner attackieren wollen. Und das ist ehrlich gesagt auch der Schwerpunkt, auf was wir uns tagtäglich konzentrieren, mit was wir uns auch auseinandersetzen und nicht unbedingt, was punktemäßig noch möglich ist.